Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute nur ganz kurz will ich euch erklären, wie ihr bei Assetto Corsa Mods installieren könnt und natürlich auch die Entwickler-Apps freischalten und die freie Kamera benutzen. Okay, als erstes müssen wir natürlich, um uns Mods zu installieren, müssen wir diese natürlich irgendwo runterladen. Und dazu würde ich euch diese Seite hier empfehlen, acmods.net. Ich haue euch mal den Link in die Beschreibung. Und hier könnt ihr dann schon sehen, auf dieser Seite könnt ihr unterscheiden, Cast, Tracks, Apps, Skins und so weiter. Alles hier die Top-Listen und ich würde euch echt empfehlen, die Dinge von dieser Seite runterzuladen. Als erstes müsst ihr keine Angst haben, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich habe eigentlich schon ziemlich viel hier runtergeladen und hatte wirklich nie Probleme. Okay Leute, als erstes müsst ihr dann natürlich, ich nehme jetzt einfach mal hier diese Nissan Sil 80. Klicken wir das an, dann habt ihr hier noch eine kleine Beschreibung, hier unten noch ein paar Kommentare. Und hier könnt ihr dann das Ganze runterladen. Ich mache das einfach mal mit euch zusammen. Dann kommt ihr hier auf irgendeine beschissene Werbeseite, keine Ahnung. Müsst ihr ein bisschen Geduld haben und nicht denken, das ist scheiße und gleich wieder schließen. Denn hier oben, ihr seht, please wait, 2, 1. Klicken, dann geht noch irgendeine Scheiße auf. Und dann seid ihr hier bei Mediafire. Und dann könnt ihr euch das Ganze hier runterladen. So, mache ich jetzt einfach mal, dann könnt ihr auch die Seite wieder schließen und ja, ein bisschen viel Werbung dabei, aber kein Problem. Okay, ich lade das kurz hier runter und wir sehen uns gleich wieder. So, gleich haben wir es geschafft, gleich ist es runtergeladen und ihr seht schon, das ist eine Datei hier und jetzt ist sie weg auf dem anderen Bildschirm. So, hier haben wir sie wieder. Das Zeichen ist natürlich nur, weil ich 7-Zip benutze. Das ist mein Packprogramm. Und ja, okay, das können wir eigentlich schließen. Dann müssen wir hier das Ganze öffnen mit unserem Packprogramm. Dann haben wir hier das Fahrzeug drin. Dann packen wir mal kurz auf den Desktop. Und ihr seht schon, die Datei zum Runterladen ist nur 214 Megabyte groß und schlussendlich ist der Wagen dann 1,6 Giga groß. Also ist schon einiges drin in diesen Paketen und ja, wenn wir dann das Ganze hier entpackt haben und meine alte Kiste das noch schafft, okay, es wird kopiert und zack, da ist es schon. So, das können wir schließen hier. Jetzt das Einzige, was ihr machen müsst, mit dieser Datei hier, also ihr müsst hier drin im Ordner müsst ihr diese Dateien nicht anfassen, sondern, okay, ich habe einen Fehler gemacht, hier müsst ihr jetzt ausnahmsweise diese Dateien anfassen und zwar nicht dieser Ordner, ich zeige euch gleich wieso. Dann als nächstes geht ihr natürlich auf euer Steam Verzeichnis, dann auf Steam Apps, auf Common und dann sucht ihr Assetto Corsa hier, dann auf Content und hier habt ihr jetzt die ganzen Dateien drin von euren Fahrzeugen, euer Fahrer, Grafikdinge und Texturen und auch Strecken und so weiter. Dann klickt ihr ganz einfach auf Cars und ihr seht jetzt hier, das ist meine Fahrzeugliste hier. Dann öffnet ihr das hier wieder. Wie gesagt, jetzt müsst ihr alle vier hier, weil jedes einzelne hier ist ein anderes Fahrzeug. Also ich muss es anders sagen, dasselbe Fahrzeug, aber in einer anderen Version. Okay, dann kopieren wir hier das rein. Dauert halt eine Minute. Und dann können wir das eigentlich wieder schließen. Kurz warten, bis es hier fertig ist. Dauert halt eine Sekunde. Wie gesagt, meine Kiste ist uralt. Urverdammt nochmal alt. Und ja, egal. Okay, 5 Sekunden. 4, 3, komm schon. Fertig. Und ihr seht, hier ist es dann. Hier habe ich schon mal denselben Fehler gemacht. Und lösche das mal kurz. So, und weg ist es. Jetzt ist alles okay. Und ihr könnt die 4 Wagen, also der eine Wagen in 4 Versionen dann ganz normal im Spiel wählen.
Ihr seht auch eine Vorschau und. Und so funktioniert das eigentlich mit allen Mods. Egal, ob ihr Strecken oder Fahrzeuge oder Apps oder was auch immer ihr installieren wollt. Einfach hier den richtigen Ordner aussuchen, das Ganze reinkopieren und das wäre es eigentlich schon. Die zwei kann ich noch löschen, die brauchen wir dann nicht mehr. Und ja, so viel zu den Mods. Okay, dann als nächstes gehen wir wieder einen Schritt zurück. Hier bis zu Assetto Corsa. Dann könnt ihr hier bei System, CFG und die Assetto Corsa INI könnt ihr öffnen mit einem Schreibprogramm, was ihr gerade habt. Ich benutze einfach den normalen Editor. Und in diesem Fenster, wenn ihr dann ein bisschen runterscrollt, kurz gucken, ich sehe es selber nicht mehr. Ah, hier. ACC Apps, Enable Dev Apps, müsst ihr eine 1 hinstellen, da steht bei euch standardmäßig eine 0. Stellt da mal eine 1 hin und ihr werdet sehen, ihr habt im Spiel rechts habt ihr die App-Liste und da habt ihr plötzlich mehrere Apps drin. Da könnt ihr noch Reifenverschleiß und so weiter und natürlich auch Daten wie CPU-Temperatur und solche Dinge könnt ihr auslesen. Ist also ganz schön praktisch. Würde ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, sich das Ganze mal anzugucken. Und ja, ist eigentlich einfach ein nettes Gimmick. Dann als nächstes im selben Fenster hier gehen wir noch ein bisschen runter und aktivieren hier Hello Free Camera. Steht bei euch auch eine 0. Macht ihr hier einfach eine 1 rein und dann könnt ihr mit F7 im Spiel oder in der Boxe oder wo auch immer habt ihr dann eine freie Kamera. Das heißt, ihr könnt rumschweben mit der Kamera, könnt weg, soweit ihr wollt und wie ihr wollt drehen und ihr könnt eigentlich wirklich sehr weit rauszoomen und auch natürlich geile Einstellungen hinbekommen für geile Shootings von eurem Wagen oder geile Videos oder was auch immer. Ist sicher eine tolle Sache, würde ich jedem empfehlen, das mal hier zu aktivieren und ja, dann klappt das eigentlich. Okay, wenn wir das gemacht haben, natürlich schließen und speichern, ganz wichtig, speichern und das wäre es eigentlich, das können wir auch schließen und ja, dann wünsche ich euch noch eigentlich viel Spaß mit Assetto Corsa. Ist wirklich ein Hammer-Game. Gibt geile Mods dazu, gibt geile Strecken dazu. Testet diese Dinge aus und auch die Entwickler-App. Wirklich eine ganz geile Sache. Und das wäre es für mich, wenn es euch gefallen oder geholfen hat. Hinterlasst mir einen Daumen oder schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Jay. Ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben. Abonnieren drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher, bis zum nächsten Mal. Und ciao! Ah.